wohl wissen, wie ihr euren Wohnwagen abkoppelt, ausrichtet und hinstellt, damit ihr euren Campingtrip beginnen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. Willkommen zu diesem Teil 3 der als Anfängerwissens zum Wohnwagen. Heute geht es ums Abkoppeln und wir starten gleich ins Video. Es gibt dann noch einen vierten Teil, also wenn ihr noch nicht dran geblieben seid, abonniert gern und wir sehen uns das nächste Mal. Jetzt geht's erstmal damit los. Das Wichtigste ist, dass wenn ihr rückwärts fahrt, ihr erst nochmal ganz kurz vorwärts fahrt, denn die Auflaufbremse wird zusammengedrückt, wenn ihr rückwärts fahrt. Und wenn ihr dann aussteigt und den Wohnwagen abkoppelt, dann springt die wieder raus und knallt euch im Zweifel die Stoßstange kaputt. Mir wäre es einmal schon mal fast passiert. Ich hatte aber Glück, dass es dann doch nicht so viel war, was ich zurückgefahren bin und somit meine Stoßstange gerade so noch heil blieb. Aber diesen Fehler macht man wahrscheinlich auch nur einmal. Also denkt immer dran, wenn ihr rückwärts fahrt zum Einparken, einmal kurz vor. Ihr merkt das dann auch, wenn der ruckt, dann ist die Auflaufbremse wieder raus. Und dann könnt ihr ganz normal abkoppeln. Das Auto abschalten, die Handbremse rein und dann gehen wir zum Wohnwagen. In unserem Fall mit Mover ist es natürlich das Erste, den Strom vom Auto zu lösen und an den Wohnwagen anzustecken, die Batterie anzuschalten, damit wir den Mover an die Räder fahren können. Habt ihr keinen Mover, müsst ihr natürlich sofort die Handbremse ziehen und könnt dann erstmal weiter starten. Wenn ihr euch unsicher seid mit dem Mover, könnt ihr natürlich zusätzlich die Handbremse ziehen. Wenn ihr das dann getan habt, könnt ihr das Stützrad hochkurbeln, bis quasi die Anti-Schlingerkupplung aus der Anhängerkupplung rausfloppt. Und dann könnt ihr mit dem Auto mal ein Stück vorfahren, sei denn ihr wollt den Wohnwagen eh noch einlenken. Dann könnt ihr dann in dem Moment damit beginnen. Ob ihr das jetzt mit Mover oder per Hand macht, ist dann natürlich dem Fahrzeug überlassen und dem Fahrzeughalter. Wichtig ist aber, dass bevor ihr das Fahrzeug, also den Wohnwagen vom Fahrzeug wegfahrt, dass ihr noch das Abrissseil dann wegmacht. Passt dann aber wirklich auf, dass entweder der Mover dran ist oder die Handbremse gezogen ist. Denn wenn ihr beides nicht gemacht habt, wenn der Mover nicht dran ist oder die Handbremse nicht gezogen ist, dann macht das Abrissseil ab und der Wohnwagen rollt weg, bremst der nicht. Der rollt dann ungebremst weg, wenn das in Hang ist. Also von daher wichtig Handbremse oder Mover und erst dann zum Schluss das Abrissseil. Wenn das dann fertig ist, dann könnt ihr anpacken oder fahren und den Wohnwagen entsprechend an die Position bringen, wo ihr ihn hinhaben wollt. Wenn ihr dann den Platz habt, wie ihr stehen wollt, dann schaut mit einer Wasserwaage, ob er gerade steht. Dann könnt ihr mit Holzstützen, so haben wir es, diese Stützen, die vier Stützen, die runtergefahren werden, quasi erhöhen, um den Wohnwagen dann dementsprechend auszurichten. Also man erhöht nicht den Wohnwagen, sondern man gleicht quasi Tiefen aus, sagen wir es mal so. Weil ihr dürft die Stützen nicht so weit rausfahren, um den Wohnwagen damit auszugleichen. Der Ausgleich von Höhen muss über diese Bretter erfolgen, sage ich mal. Ne? Dass quasi, wenn ihr es so nimmt, die Stützen alle gleichmäßig ausgefahren sind, nur wenn halt noch Luft nach unten ist, da dann eben Bretter stehen. Ne? Also nicht, dass die Stützen ungleich ausgefahren ist. Eins weiter oben, eins weiter unten. Minimal mag das vielleicht gehen, aber nicht so arg. Deswegen nimmt ganz viele Bretter mit oder irgendwelche Unterlegscheiben, damit ihr den Wohnwagen dementsprechend ausrichten könnt. Wenn ihr natürlich merkt, ihr habt doch im Wohnwagen noch eine Schiefe drin, also wo die Räder sind, so eine Schräge drin, dann gibt es diese Auffahrkeile, so einen haben wir auch. Und dann müsst ihr den Wohnwagen da drauf ziehen oder da drauf fahren, dass ihr dann auch diese Unebenheit ausgleicht. Und erst dann diese Stützen runterlasst. Also immer erst die Achse quasi waage haben und dann den kompletten Wohnwagen in der Länge gerade haben. Ist auch sehr wichtig, weil beim Schlafen kriegt man Bums, wenn es schief ist. Und dann steht euer Wohnwagen und ihr könnt euren Campingtrip genießen. Aber ihr wollt natürlich auch wieder heimfahren, genauso wie ihr hingekommen seid. Und zum Thema Fahren gibt es auch ganz viele Tipps und die zeige ich euch im vierten Teil. Also bis zum nächsten Mal.